Hallo und willkommen zurück zu X2. So, wir sind hier an Bord unserer Erzmine und da gehen wir mal ein letztes Mal, bevor wir hier wieder ablegen, in die Einstellungen rein. Wir sehen hier links, da ist das Erz abgebildet, hier die Energiezellen. So, wir produzieren hier bereits die ersten 24, haben wir bereits im Lager mit jeder mit jedem Produktionsschritt, den wir da durchlaufen lassen, werden 3 Einheiten Erz hergestellt. Ja, und das sieht ganz gut aus momentan. Wir haben auf unserer Fabrik, da haben wir, wenn ich mich da nicht irre, 10.000 Credits geladen. Moment, haben wir 10.000 Credits draufgepackt oder waren es 20.000 Credits? Ich glaube, 10.000 Credits, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. 10.000 Credits, glaube ich, haben wir der Fabrik hier, der Fabrik spendiert. Und ich glaube, da vorne ist ein Frachter, der sich einige, Moment, ist das so? Nein, der sich einige von diesen, von unseren Erz, ja, Einheiten gekauft hat. Ich glaube, der war bei uns auf der Station. Ja, ich glaube schon. Ja. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, unser Erz verkauft sich hier bereits. Und ich glaube, wir haben da die ersten Credits mitgemacht. So, und jetzt schauen wir mal einfach, wo denn unser anderer Argon Merkur ist. Der ist hier. Wenn der jetzt keine Energiezellen an Bord hat, was aber der Fall ist, okay, naja gut, dann waren es wohl doch 20.000 Credits und der hat sich hier gerade, der hat hier, bekommt die gerade mit den ersten Energiezellen zurück. Der Argon Merkur. Okay, gut. Ja, wir müssen uns jetzt mal darum kümmern, dass wir hier vielleicht mal irgendwo einen lukrativen Job annehmen. Vielleicht handeln wir hier mit Fleisch. Oh, das gibt's hier für 72. Das ist günstig. Branch Alpha. Das kaufen wir hier mal direkt. Undock-Erlaubnis erteilt. So. Autopilot aktiviert. Ja, und wir verdienen uns jetzt einfach mal ein paar Credits dazu, denn wir haben ja eine Menge Credits ausgegeben für die Station, für das Schiff, für die Ausrüstung des Schiffs und für die Station, die ja noch ein bisschen Geld brauchte, um damit, ja, Energiezellen kaufen zu können. Ja, deswegen besorgen wir uns jetzt mal ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Credit-Notstand, kann man sagen. Und wir wollen ja auch nicht ewig mit einem Frachter unterwegs sein. Wir würden ja schon, also ich würde Andockvorgang. zumindest schon gerne irgendwann mal auf etwas Größeres umsteigen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk Vor allem auf hergestellt. etwas Flotteres. Es muss ja nicht unbedingt so ein Frachter sein. So, schauen wir mal. Arctu-Fleisch. Ja, da ist der Preis wieder in die Höhe geschnellt. Schade, wir können mal hier ein paar Runden warten Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk und hergestellt. dann nochmal aufs schwarze Brett schauen. So, seht an, M4-Klasse haben wir nicht. Schade, nichts für ein TS, für ein Transportschiff, wie wir es haben. Okay, na gut, das Piratenschiff hier. Aha, Garuna-Presse. Gefechtskopffabrik. Ja, also man sieht hier, wir können hier keine Geschäfte machen. Wir könnten jetzt hier der Gefechtskopffabrik unser eigenes Erz verkaufen. Aber wir haben noch nicht so viel Erz da, dass man da irgendwie etwas Sinnvolles, also dass man da halt sinnvoll Erz verkaufen sollte oder könnte. Gut, Kristallfabrik. Naja, gut. Dann verlassen wir mal den Sektor hier. Und begeben uns Richtung Norden. Oder vielleicht doch mal Richtung Westen. Da können wir uns noch mal in Richtung Wolkenbasis, wie hieß sie gleich, Südwest bewegen und da mal reinschauen. Und dann vielleicht da auch mal in in den Sektor schauen, der da südlich gelegen ist. Schadet ja nichts, wenn man weiß, was da ist. Wir müssen ja eigentlich nur mal reinfliegen in den Sektor, dann wissen wir schon wieder, wie der Sektor heißt und haben ihn zumindest auf der Karte. Wie der Sektor heißt, können wir auch erfahren, wenn wir einfach nur das Tor anfliegen oder als Ziel markieren.
in dem Sektor dann. Also in dem Sektor davor, also in Wolkenbasis Südwest. Aber ja, ich hätte das gerne schon auf der Karte nach Möglichkeit. Und vielleicht, ja, tut sich da ja auch ein lukratives Handelsfeld auf und wir können da vielleicht, naja, mit irgendwas handeln. Vielleicht gibt es da ja 10 Sonnenkraftwerke und die verkaufen alle ihre Energiezellen zum Schleuderpreis. Erreiche System, Wolkenbasis so. Südwest. Jo, okay, dann fliegen wir mal zum... Ach, guck mal, seht mal an. Fliegen wir erstmal Richtung Südtor. So, und dann schauen wir hier mal, was es denn hier so gibt. 44 für den Elixianischen Weizen. 46 hier für 100 Presse. Ja, die bieten alle nichts Interessantes für uns an. Also ich hoffe, ihr könnt das in der Schnelle sehen. Also die Preise der Produkte. Man kann ja hier nur Produkte kaufen und keine Ressourcen. Die stehen nicht zum Verkauf. So, gehen wir nochmal in die Gefechtskupferfabrik. Oh ja, die sind günstig. Die sind günstig. Könnte man nochmal reinschauen. Magnumfleisch ist nicht ganz so günstig hier. Naja, ein bisschen Gewinn könnte man dann machen, aber der ist mir nicht hoch genug. Stoffbeime sind hier schon teuer. Energiezellen vielleicht. 20, naja. 13 würde gehen, aber Gefechtskopffabrik. Gefechtskopffabrik. Die fliegen wir mal an. Erteilt. Autopilot aktiviert. Und schauen mal. Hier 181 Raketen. Okay. Für 230 könnte man die loswerden. Gefechtskopffabrik verkauft die für 170. Ja. Ja. Größe L. Da gehen nicht allzu viele rein. Wir würden 70 pro Einheit Gewinn machen. Schauen wir mal, wie viel wir da reinkriegen in unser Schiff. Wir fliegen mal einfach hin, wir haben ja Zeit. Also wenn wir da wirklich nur so ein paar reinbekommen in unser Schiff. Also Größe L weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie groß Größe L ist. Da müssen wir mal sehen. Also wenn wir da nicht allzu viel auf unser Schiff bekommen, dann lassen wir das und wir fliegen einfach gen Süden. Aber vielleicht haben wir ja jetzt auch einfach mehr gesehen hier in dem Sektor. Mehr aufgedeckt an Stationen. Müssen wir mal sehen. Da ist zumindest eine Mine. Moment. Oder ist es eine Mine? Nein, es ist keine Mine. Naja. Wie auch immer. Gut, fliegen wir weiter zur Gefechtskopffabrik. Vorbei an dem Sonnenkraftwerk. So, und dann schauen wir mal. Also Frachtgröße L. Und XL können wir laden. Also bis XL können wir laden. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, wir können 167. Dann machen wir dann... ein knappes Drittel. Ich denke mal um die 8000 werden wir dann an Gewinn machen, ja. Gefechtsköpfe gekauft. Nehmen wir mal mit. Am liebsten wäre mir natürlich sowas einen Auftrag. So, Moment, fliegen wir jetzt nochmal nach Süden? Nein, wir fliegen jetzt erstmal. Moment, Osten ist unser Ziel. Oder Moment. Gibt's hier noch Raketen? Raketenfabrik. Naja, nein. Wir wissen ja hier Erzgürtel. In Erzgürtel gibt es 232 für die Gefechtsköpfe. Also fliegen wir gen Osten. Durch diesen dichten Nebel, der vor uns liegt. Na, wir können das Osttor noch gar nicht erkennen. Irgendwo da hinten, direkt vor uns, wo die vielen Flieger herkommen, muss es liegen. Wir sind doch auf dem richtigen Weg. Ah ja, da sehe ich schon. Das Tor. Da ist es. Tor, Erzgürtel. Genau, da wollen wir hin. Ja, und dann... Ja, also ich hätte schon gerne wieder einen Auftrag.
Also dieses freie Handeln, ja, das kann auch gut Gewinn bringen, aber naja, ihr kennt das ja, ihr habt das ja schon gesehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Siliziumscheiben oder an die Kristalle. Da haben wir uns auch große Gewinne von versprochen, aber haha, da mussten wir erstmal eine ganze Weile mit den Siliziumscheiben oder den Kristallen rumfliegen und dann war der Gewinn dann doch nicht allzu groß. Naja. Also dann doch lieber diese Aufträge, die einen dann durch den, ja, durch einige Sektoren jagen, Raketenfabrik Wespe, bei Alpha. denen man aber vernünftigen, Raketenfabrik Wespe, Alpha. ja, bei denen man aber dann vernünftig, Andockerlaubnis erteilt. Autopilot gut, aktiviert. indem man einen vernünftigen Profit hat. So, wie sieht's denn hier in unserer, ah, da ist die Merkur 1, ist das unser Schiff? Also, ich bin das ganz ehrlich gesagt, nein, das ist unser Schiff, genau, ja. Seitdem wir hier mehrere, also seitdem wir hier in ein eigenes Schiff durch die Gegend fliegen haben und eine eigene Station, weiß ich nie ganz genau, ob das hier wirklich unser eigenes Schiff ist. So, die Erzmine, wie sieht's denn da aus? Details. Na, sieht mal an, 21 Erz auf Lager. Da hat wohl der eine oder andere schon mal Erz eingekauft. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, das könnte ja dafür sprechen, dass wir nochmal, den Preis erhöhen, aber es sollte eigentlich, ja, 100 ist in Ordnung. Denke ich mal. Oder wollen wir den noch erhöhen? Ich will ja auch nicht allzu lange auf dem Erd sitzen bleiben. Können ja mal den Preis auf 110 erhöhen. Neuer Preis So. ausgewählt. Dann sehen wir ja auch, in wie viel Sprüngen, also wie weit man da springen müsste, um so einen Preis zu erhalten. 177. 177 ist in 4 Sprüngen. Nee. Ah, nee, Moment. Da müsste man 4 Sprünge weit fliegen, um das dann loszuwerden, oder wie ist das? Ich weiß das nicht. Naja, wir lassen es bei 110. 110 sind in Ordnung. Und wenn dann in einiger Zeit noch Erz bei uns im Lager liegt, dann ändern wir den Preis wieder. Spricht ja nichts dagegen, dass man da ein bisschen rumexperimentiert. Da kann man immer wieder mal reinschauen und dann den Preis ändern. Ja, machen die anderen Stationen ja auch alle, die anderen Minen. Die ändern ihren Preis auch ständig. Wir können uns da ja mal ein bisschen, naja, ein bisschen anpassen. Oh, ich glaube, jetzt hat sich hier der. Andockvorgang. Könnte sich der Preis, gerade unser Preis hier für Gefechtsköpfe, wieder verändert haben. Verbindung zum örtlichen Da war gerade Handelsnetzwerk ein. hergestellt. Da war gerade ein Schiff. Nein, hat er sich zum Glück nicht. Gefechtsköpfe verkauft. Wunderbar. Okay, sehr gut. So, dann gucken wir mal auf das schwarze Brett. So, Rekrut. Also Kampfmissionen sind für uns nichts. So, erfahrener Industrieller. Aber auch mit Kampferfahrung ist auch nicht zu uns. Das heißt, wir werden dann beschossen und Industrieller sind wir noch nicht. Es sei denn, ich hätte da was verpasst. Okay, gut, dann fliegen wir. Na. Fliegen wir zur. Da ist die Piratenbasis. Wollen wir da mal hinfliegen? Nein, da fliegen wir nicht hin. Lebenserhaltung für Frachtraum. Dann können wir Sklaven einsammeln. Und handeln, aber das wollen wir nicht. Wir fliegen nach Norden. Richtung Argon Prime. Und schauen dann mal, ob wir Bandana besuchen. Ja, vielleicht machen wir das. Tonerpresse. Ja, es ist alles hier uninteressant hier in dem Sektor. Hier gibt es nichts Interessantes zu handeln. Und ich möchte natürlich auch keine Energiezellen kaufen und die dann mitnehmen und woanders verkaufen. Damit mache ich dann nur unsere eigene Energie, unsere eigenen Erze teuer. Wenn wir da teure Energiezellen einkaufen müssen, weil wir selbst den Preis erhöht haben durch das Kaufen von Energiezellen. Wenn wir die dann woanders verkaufen, naja. Gut. Fliegen wir gen Norden. Irgendwie gefällt mir der Sektor hier. Hier ist doch schon eine ganze Menge los.
Und dieser Nebel, den finde ich wirklich interessant. Viele Asteroiden, die hier rumfliegen. Es hat was. Es hat ein bisschen was Düsteres, was Geheimnisvolles und was auch was Bedrohliches. Man kann hier, ja, man könnte hier im Dunkeln gegen einen oder man könnte gegen einen Asteroiden fliegen und dann daran zerschellen, wenn man nicht aufmerksam ist. Aber man kann bestimmt auch interessante Kämpfe hier machen. Oh, und wisst ihr, was man auch machen kann? Da zeige ich euch mal was. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Ja, man kann. Man kann durch einen Asteroiden durchfliegen, wenn man ganz verwegen ist. Sind wir mit unserem Frachter natürlich nicht. Aber man könnte durch einen dieser löchrigen Asteroiden hindurchfliegen. Na, hätten wir unseren Discoverer noch, wäre das möglich. Denke ich mal. Ja, muss ja nicht sein. Vielleicht später. Aber dann bräuchten wir noch einen Discoverer. Mit einem größeren Schiff kann man das natürlich auch vergessen. Naja. Naja, naja, naja. Wir gucken mal. So, erstmal Richtung Norden. Erstmal wieder den Sensor aus. So, Schiffen ein bisschen ausrichten. Ein bisschen Ordnung muss sein. Man sieht hier, dahinter liegt irgendwo. Tor, Heimat Ja, des erstmal das Tor, aber Lichts. irgendwo dahinter liegt da die Piratenbasis und da liegen auch einige Asteroiden dahinter. Naja. So. Mal schauen, was wir denn hier handeln können. Herrschesystem, Heimat des Lichts. Ob wir hier was handeln können. Naja. Ich fände es ja auch mal interessant, hier so ein Piratenfrachtschiff wirklich zu plündern. Naja, aber ich denke mal, die sind auch bewaffnet. Da werden wir es nicht einfach haben. So, mit Energiezellen werden wir hier in der Nähe unseres eigenen Sektors erstmal nicht handeln. Das ist natürlich klar, denke ich. Ist ja ein bisschen dämlich. Silizium. Okay, wir haben unser nächstes Ziel gefunden. Siliziummine, Alpha. Ja, für 200 Andockerlaubnis erteilt. muss man da einfach Autopilot hinfliegen. aktiviert. Und jetzt ist es ein bisschen ärgerlich, dass wir nur 38.000 Credits dabei haben. Da kriegen wir natürlich nicht so viel rein. 190 ungefähr. Also so ziemlich genau. Ja. Naja, gucken wir mal. Die müssen wir ja auch erstmal irgendwo loswerden. Wenn wir die dann für 700 verkaufen könnten, wäre richtig gut. Hätten wir das Dreieinhalbfache würden wir dann rausbekommen. Wäre ein satter Gewinn drin. Aber natürlich vorausgesetzt, dass da gleich kein Frachtschiff aus dem Asteroiden, aus der Siliziummine herauskommt, das uns die Siliziumscheiben weggekauft hat und den Preis wieder erhöht hat. Den Kaufpreis. Naja, ja, da ist schon so ein Schiff gerade in der Nähe gewesen. Mal schauen. 203 lockt auch einige andere Händler Andockvorgaben. an. So. Man sieht hier unten rechts auf dem Scanner, da sind ein paar Schiffe an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ah, da wurden schon wieder ein paar verkauft. Nicht Siliziumscheiben. Ja, und ihr seht, da ist natürlich dann der Preis so weit gestiegen, dass wir uns jetzt gar nicht mal so viele kaufen konnten. So, schwarzes Brett. Gibt es hier noch was Interessantes? Nein. Dann abgedockt und nachgeschaut. So, können wir die hier irgendwo verkaufen? Na, da könnte man die für 506 verkaufen. Ich würde aber mal sagen, wir fliegen nach Norden. Weiter nach Norden. In den Sektor Argon Prime. Munitionsfabrik braucht kein Silizium. Ja, gut, okay, die brauchen hier kein Silizium. Okay, ist das natürlich ein bisschen blöd. Roter Schein vielleicht. Na, da sieht das wieder. Man hat hier super Ware für einen guten Preis bekommen, aber keiner möchte sie haben. Naja, gut, dann verdoppeln wir unseren Gewinn. Oder falls zweieinhalbfachen das Geld, indem wir hier zur Quantum-Röhrenfabrik fliegen. Da möglichst Quantum viele Röhrenfabrik Alpha
da möglichst viele Siliziumscheiben verkaufen. Für 2,5-fachen können wir den Preis dann, das Geld natürlich auch nicht, weil die Siliziumscheiben ja wieder deutlich teurer geworden sind. 30 mehr haben wir dafür bezahlt, als, also pro Stück, als der Preis war, als wir den günstigen Preis erspäht haben, als wir den entdeckt haben. Also um 30 Credits gestiegen. Schmälert unseren Gewinn. So, und dann ist natürlich auch immer wieder wichtig, dass hier gerade keiner Siliziumscheiben hinbringt. Darauf muss man natürlich auch immer achten. Ja, achten nicht, aber das... Damit wird man ja konfrontiert. Da kann man ja nicht viel dran ändern. So, erstmal schauen, ob die hier vielleicht Silizium benötigen. Nein, benötigen sie nicht. Dann handeln wir mit denen und verkaufen denen unser Silizium. Ja, die nehmen noch nicht mal das ganze Silizium. Naja. Siliziumscheiben verkauft. Ja. So, also ein Ziel brauchen wir noch. Dann fliegen wir jetzt Richtung Westen. Roter Schein ist unser nächstes Ziel. Und da fliegen wir dann zur nächsten Quantum-Röhrenfabrik. Ich glaube, da war eine Quantum-Röhrenfabrik. Auf jeden Fall gab es da einen Abnehmer für Siliziumscheiben. Da wird der Preis vermutlich auch so um die 500 liegen. Also Gewinn machen werden wir da auf jeden Fall und auch einen guten Gewinn, aber naja. Naja. Ist immer so ein Risiko, gerade bei solchen teuren Waren wie Siliziumscheiben. Da nimmt man ja eine ganze Menge Risiko auf sich. Wobei das natürlich bei einem Preis von 233 überschaubar war. So. Was ist unser Ziel? Erreiche System, roter Schein. Unser Ziel wird sein... Ja, natürlich. Kristallfabrik, Alpha. Da haben sie dann wieder 700 angeboten. Es ist natürlich klar, ne? Dann hat man mal ein paar verkauft und fliegt in den Nachbarsektor. Da bieten sie einem dann wieder die Höchstpreise an. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann fliegen wir jetzt mal zu dem, was war das gleich? Naja, ist auch egal, was das war. 700 werden uns da geboten für, ich glaube, 50, 53 haben wir noch. Naja, ist nicht allzu viel, was wir noch dabei haben. Naja. Vielleicht lockt da ja noch ein interessanter Auftrag. Vielleicht möchten die noch ein bisschen mehr Silizium haben. Manchmal gibt's da ja auch so Aufträge. Schaffe uns 500 Einheiten Siliziumscheiben. Pro Siliziumscheibe bekommst du einen Preis ausgezahlt von 700. Das ist mal ganz gut, dass es sowas gibt. So. Hier müssen die medizinische Ausrüstung transportiert haben. So, erstmal verkaufen wir hier Siliziumscheiben. Siliziumscheiben verkauft. So. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, ja, wir können hier mal den Auftrag annehmen. Wo muss das hin? Sonnenkraftwerk Alpha in Wolkenbasis Südwest. So, da sind wir. Da sind wir doch gerade. Nein, gar nicht wahr. Das ist südlich von uns. Und da muss medizinische Ausrüstung hin. Ah, schade, die haben nicht die nötige Transportkapazität. Schade. Oh, da gäbe so viel Geld für. 129.000 Credits. Schade. Schade, schade, schade. Aber hier gibt es jetzt neue Einträge. Vielleicht ist da ja noch ein interessanter Auftrag. So, was ist das? Sonderschichten. 136 Einheiten Energiezellen. Für jede gelieferte Einheit 23 Credits. Ein Bonus von 3000 gibt's da. Ja, nehmen wir mal an. 136 Einheiten schaffen wir.
Docken wir mal kurz ab. Vielleicht finden wir ja direkt hier in dem Sektor schon. Ja, tatsächlich. Was habe ich gemacht? Ja, fliegen wir da mal eben hin. Sonnenkraftwerk Alpha. Sonnenkraftwerk Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot und kaufen, aktiviert. Kaufen da 136 Einheiten Energiezellen und dann bringen wir die zurück zur Station. Und machen pro Energiezelle machen wir dann einen Gewinn von 8. Wenn die bei 15 bleiben. 15 Credits Einkaufspreis. Vielleicht fällt der Preis ja auch noch. Wäre auch noch schön. Dann würde damit natürlich unser Gewinn noch weiter steigern. Weiter steigen. Und wenn der bei 11 wäre oder vielleicht sogar bei 9, wäre natürlich ideal. 9 ist wirklich der absolute Niedrigstpreis, den man da erwischen kann. So. Dann mal schauen. Na? Verbindung so. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gut, 136 aufladen. Gut. Energiezellen gekauft. Hier nochmal reinschauen. So, M4 haben wir nicht. Okay, und zurück. Wir müssen jetzt zu Station. Kristallfabrik Alpha. Moment. In roter Schein. Okay. Kristallfabrik Alpha heißt die Station. Gut. Die ist ja hier. Kristallfabrik Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Da holen wir uns dann. So viel ist das gar nicht, wenn ich jetzt mal rechne. 136 Einheiten. Da kriegen wir. Moment, ich kann gerade nicht rechnen. 1000 irgendwas. Ist ja gar nicht so viel. Na. Naja. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen was zu tun gehabt und machen uns ein bisschen beliebter bei denen. Und vielleicht findet sich da ja gleich noch ein interessanterer Auftrag. Naja, gut. So. Spielstand wird automatisch gespeichert. Das ist sehr gut. Eingehende Nachricht. Wunderbar. 3000 Credits an Bonus. Okay. Ja, 3128 Credits haben wir bekommen. Gut, dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!